Lustige Witze in 3, 2, 1, los. Ich habe heute eine mega heiße Frau kennengelernt und dann sagte sie einzigste. Ich würde es jetzt nicht Fetisch nennen, aber Konfetti gehört für mich beim Orgasmus einfach dazu. Natürlich bin ich eine Bereicherung, nur halt nicht für jeden. Für den Reisepass vom Baby brauchen wir ein Passfoto, auf dem es nicht lächelt, weint oder schläft. Ich mache einfach ein Foto, wenn es jongliert. Deutschland ist, wenn sich die Leute trotz leeren Kinos auf ihre vorgegebenen Plätze setzen. Fuck! Liebe so. Wenn guter Käse nussig schmeckt, schmecken dann gute Nüsse käsig? Es wird Herbst. Jetzt werden die Bäume wieder auf Laub losgestellt. Es wird mir zwar ziemlich schwer fallen, ohne Emojis zu schreiben, aber ich glaube, ich schaff das schon. Pünktlichkeit ist eine Sache des Respekts, sagte ich zum Busfahrer, als ich ihm am Ohr zog. Rotweinflecken vermeidet man am besten mit Bier. Gerade wenn ich mal wieder komplett gegen die Todesstrafe bin, blickt der BMW vor mir beim Abbiegen nicht. Irgendwas ist immer. Versteh endlich, dass Gewalt keine Lösung ist, oder muss ich dir jetzt wieder aufs Maul hauen? So, Frühjahrsputz fertig. Muss beim Öffnen des Kühlschranks nun nicht mehr grüßen. One-Night-Stands kommen und gehen. Ich hasse es, wenn ich eine Frau bei mir zum Essen einlade und sich dann herausstellt, dass sie gar nicht kochen kann. Wenn es draußen donnert, dann weiß ich, es ist Bud Spencer, der draußen Schellen verteilt. Buff, buff. Eine gute Beziehung ist eine Mischung zwischen Disney und Porno. Das ist das Gute an Office 360. Wenn man ein Dokument aus der Cloud öffnet, hat man endlich wieder Zeit, um mit den Kollegen zu reden. Oder dieses Office-Programm, das immer drauf ist, anstatt Word. Explorer. Wie hoch? Soll ich schieben? Okay. Da wird man um 8 Uhr morgens geweckt, weil ein Bauarbeiter, wo bleibt mein Bier, rumbrüllt. Warum ist eine Snooze-Minute beim Wecker eigentlich 8000 Mal kürzer als eine Mikrowellenminute? Immer diese Angst, beim 0,33er Bier die winzige Flasche mit zu verschlucken. Yeah, schreibt mir doch einen Kommentar, wie ihr diese Folge mit diesem kleinen Outtakes-Mix diese Woche fandet. Denkt dran, dass ihr mir noch Videos von euch mit eurem Lieblingswitz als E-Mail an business@masterjam.de schicken könnt, um in die 200. Folge zu kommen. Bis nächste Woche!